Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video soll es um Gleitsichtgläser/Arbeitsplatzgläser gehen. Und dieses Video ist die letzte Folge aus der Gleitsichtglas-Serie. Und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr entsprechend meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Schauen wir uns noch einmal den Inhalt der Gleitsichtglas-Serie konkret an. In Teil 1 habe ich euch erzählt, was ist ein Gleitsichtglas, wie und wann wird ein Gleitsichtglas überhaupt angewendet. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr entsprechend euch hier einmal anschauen. In Teil 2 ging es um Länge und Breite der Progressionszone und natürlich auch um Verträglichkeit von Gleitsichtgläsern. Auch das habe ich euch hier einmal verlinkt. In Teil 3 ging es um zwei Praxisbeispiele aus meiner täglichen Arbeit. Da habe ich euch Gleitsichtglasverordnungen einmal analysiert und ich habe euch erzählt, was ihr tun könnt, wenn eure Kundin oder euer Kunde die Gleitsichtbrille nicht verträgt. Auch das verlinke ich euch hier entsprechend einmal neben mir. Heute in Teil 4 soll es, wie gesagt, um Gleitsichtgläser oder Arbeitsplatzgläser gehen, was da konkret der Unterschied ist und wann ich entsprechend was empfehle. Da würde ich euch einmal vorschlagen, wir steigen direkt ein mit der Frage Gleitsichtglas oder Arbeitsplatzglas und wir starten einmal in das Thema hinein. Wenn wir uns jetzt einmal hier diese Grafik anschauen, dann können wir sehen, dass auf der linken Seite dieser Grafik ein Gleitsichtglas abgebildet ist, so grob, ne, ist eine schematische Darstellung und dass auf der rechten Seite ein Arbeitsplatzglas abgebildet ist. Wir können jetzt entsprechend sehen, ich zeige das mal mit dem Mauszeiger, dass wir beim Gleitsichtglas hier oben die Ferne haben und hier bei der beim Raumarbeitsplatzglas oder beim Arbeitsplatzglas haben wir hier die Raumentfernung. Wir können jetzt sehen, dass die entsprechenden Randunschärfen oder die Flächenastigmatismen beim Gleitsichtglas als auch beim Arbeitsplatzglas unterschiedlich geformt sind. Bei dem klassischen Gleitsichtglas, das zeichnet sich dadurch aus, dass die volle Fernkorrektur vorliegt und dass entsprechend die volle Nahkorrektur im Nahteil entsprechend vorliegt. Dabei ist der Fernteil maximal breit und möglichst abbildungsfehlerfrei. Hier oben, diese Randunschärfen, die sind in der Regel ein bisschen runder geformt. Ich habe jetzt einfach das mal so gezeichnet, damit das ersichtlich ist, dass es im Grunde genommen einfach ein anderes Flächendesign ist. Wie gesagt, eine schematische Darstellung. Dann lässt sich feststellen, bezüglich der Progressionszone, dass diese schmaler ausfällt, also diesen ganzen Bereich, der ist schmaler als hier bei dem Arbeitsplatzglas. Zusätzlich ist der Nahteil aber auch so breit wie entsprechend möglich. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Konstrukt bei der Arbeitsplatz oder bei den Arbeitsplatzgläsern anschauen, dann haben wir bei dem Arbeitsplatzglas eine modifizierte Fernstärke. Das hat mit der Degression zu tun und diese greift im Fernteil. Dadurch erreiche ich eine höhere Nahkorrektur im Nahteil. Und was konkret eine Degression ist, wie man das definiert und so weiter, das schauen wir uns später noch einmal in diesem Video an. Wichtig ist, dass durch die Degression der Nahbereich breiter gemacht werden kann. Das ist eben der ganz große Vorteil beim Arbeitsplatzglas. Dann ist dazu noch zu erwähnen, dass der Fernteil seitlich eingeschränkt ist. Und dadurch ist das Arbeitsplatzglas nicht Kfz-tauglich. Das heißt, man darf mit dem Arbeitsplatzglas nicht Auto fahren. Wiederum dadurch, dass wir die Degression anwenden und der Fernteil schmaler ausfällt, ist die Progressionszone im Vergleich zum Gleitsichtglas deutlich breiter. Und der Nahteil ist maximal breit. Einmal so ein grober Überblick, Unterschiede Gleitsichtglas und Arbeitsplatzglas. So, jetzt kommen wir auf die Frage, was ist überhaupt die Degression? Ich habe jetzt mal so einen etwas kleinen Text, etwas größeren Textblock hier reingesetzt. Ich lese das mal kurz vor. Die Degression ist der Fachbegriff für die Differenz der Addition zur genebelten Fernstärke. Sie ergibt sich aus den Fernstärken der verordneten Addition und der maximalen Raumentfernung, in welcher scharf gesehen werden möchte.
So. Hier fehlt noch was. Natürlich nicht. Ja, das ist ein Fehler von meiner Seite. Das bitte einmal entschuldigen. Ich übersetze euch jetzt mal diesen ersten Block. Die Degression ist die Differenz der Addition zur genebelten Fernstärke. Okay, ich mache euch dazu mal ein Beispiel. Wir haben in der Ferne Sphäre plus 2. Der HSA, den habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben, der ist aber im Grunde genommen für dieses Beispiel nicht so interessant. Und wir haben eine Addition von Sphäre plus 2,0 Dioptrien. Der Kunde sagt, ich brauche eine maximale Raumentfernung von 2 Metern. Okay? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das Arbeitsplatzglas bestellen kann. Das kommt auf den Hersteller drauf an. Ich habe hier beide Möglichkeiten mal aufgeschrieben. Erste Möglichkeit, wir bestellen mit Nahwert und Degression. Also der Nahwert wäre hier plus 4 und jetzt müssten wir entsprechend die Degression einmal bestimmen. Das machen wir gleich nochmal. Und ich sage euch schon mal, was man hier bestellen würde. Man würde nämlich Sphäre plus 4, also den Nahwert bestellen, mit einer Degression von plus oder 1,5 Dioptrien. Wenn ich das so bestelle, dann wäre die reelle Fernstärke Sphäre plus 2,5 Dioptrien. Zweite Möglichkeit, man bestellt den Fernwert mit Addition und die maximale Raumentfernung, die der Kunde haben möchte. Das heißt, konkret würde das so aussehen, Sphäre plus 2 Dioptrien mit Addition plus 2 Dioptrien und 2 Meter maximaler Raumdistanz. Kommen wir mal zur Erklärung des Ganzen. Der oder die Kundin möchte ja bis zu 2 Meter scharf sehen. Das heißt, der Fernpunktabstand, Kummkorrektion Ferne maximal, soll minus 2 Meter betragen. Er muss jetzt also oder sie muss jetzt also auf 2 Meter genebelt werden. Und das tun wir mit einem positiven sphärischen Zusatz für die Ferne von plus 0,5 Dioptrien. Wenn ich jetzt die 0,5 Dioptrien nehme und davon den Kehrwert bilde, dann komme ich genau auf plus 2 Meter, ja, weil ich ja auch plus 0,5 Dioptrien habe. Aber ich brauche ja minus 2 Meter. Ja, das heißt, da gibt es eine Formel, die ich jetzt euch einmal ein bisschen erzählen möchte, wie man das entsprechend einmal berechnen kann, theoretisch. Und dazu benötigen wir erstmal die Berechnung des Nebelglases. Der Fernpunktabstand, Kummkorrektionen Nebelglas wäre wie folgt zu berechnen. Wir haben jetzt festgehalten, das Nebelglas soll plus 0,5 Dioptrien betragen. Das heißt, wir rechnen 1 durch minus Nebelglas, geben das entsprechend ein, 1 durch minus 0,5 und dann bekommen wir minus 2 Meter raus für den Fernpunktabstand Kummkorrektionen für das Nebelglas. Ja? Das Ganze entspricht dann auch unserem Fernpunktabstand Kommkorrektion Ferne maximal. Man kann also als Funktion oder als Formel festhalten, das minus ng, also das Nebelglas für die Ferne, ist 1 geteilt durch den Fernpunktabstand Kommkorrektion Ferne maximal. Praktisches Beispiel: Der Kunde möchte in einem Meter scharf sehen. Ich müsste jetzt also rechnen 1 durch minus 1, dann komme ich auf minus 1 und das Ganze mal minus 1, weil das Nebelglas hat ein Negativvorzeichen. Dann würde ich auf einen positiven Nebelzusatz kommen von plus 1,0. Und das wäre dann übrigens auch bezogen auf das Beispiel hier eine Degression von 1,0. Ich hoffe, das war verständlich. Man könnte also festhalten, die Degression ist die Addition abzüglich des Nebelglases. Vielleicht das nochmal so als Fazit. Wann ist ein Arbeitsplatzglas sinnvoll? Ich finde,
eine Lösung des Problems des Kunden, sitzt zum Beispiel am Computer und kann nicht gut sehen, soll so einfach wie möglich gehalten werden. Okay? Gucken wir uns einfach mal an, wann ist ein Arbeitsplatzglas meiner Meinung nach sinnvoll? Wenn der Kunde oder die Kundin eine Addition von höher als 1,5 Dioptrien benötigt. Das hat den Grund, dass, wenn die Addition höher ist als 1,5 Dioptrien, dass ich eine Schärfelücke zwischen der Fernbrille und der Lesebrille habe. Dann wäre als erstes Indiz, okay, ein Arbeitsplatzglas wäre hier sinnvoll. Als zweiten Punkt möchte ich anführen, die Kundin oder der Kunde ist mit einem Arbeitsplatzglas am PC, mit einem Gleitsichtglas am Arbeitsplatz nicht zufrieden oder kommt damit nicht zurecht. Beispielsweise, wenn der Monitor in Kopfhöhe steht und die Höhe nicht variabel ist. Das heißt, wenn ich jetzt euch mal so anschaue und ich möchte euch mit einem Gleitsichtglas scharf sehen, dann muss ich den Kopf anheben. Wenn diese Kopfhaltung für den Kunden auf Dauer nicht zumutbar ist oder er Schmerzen bekommt, dann kann man dahingehend ein Arbeitsplatzglas fertigen, wo er den Kopf nicht mehr so stark anheben muss. Oder man könnte die Zentrierung für die Ferne ein bisschen höher ansetzen, um dann entsprechend dieses Problem komplett aus der Welt zu schaffen. Nackenschmerzen habe ich schon angesprochen, wichtiges Indiz dafür und er trägt ein, oder sie trägt ein Gleitsichtglas, dass das dann entsprechend allgemein nicht gut verträglich ist. So, und natürlich auch als Ergänzung zu einem bestehenden Gleitsichtglas, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich muss auch Auto fahren, dann kann er das natürlich mit einem Arbeitsplatzglas nicht. Das heißt, man müsste ein Gleitsichtglas fertigen, das wäre dann so ein Alltags-Allrounder und speziell am Arbeitsplatz setzt er dann das Arbeitsplatzglas oder die Arbeitsplatzbrille auf, die das entsprechende Arbeitsplatzglas mit Addition beinhaltet. Dann könnte man hier zum Beispiel auch eine höhere Addition geben, als es bei dem Gleitsichtglas vorhanden ist. Das muss man dann aber genau mit dem Kunden besprechen, was er dann konkret am Arbeitsplatz machen möchte. Dann schauen wir uns auch nochmal an, wann ist ein Arbeitsplatzglas mit Addition nicht sinnvoll. Im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt beim der Sinnvoll-Liste aufgeschrieben haben, nämlich wenn die Addition unter 1,5 Dioptrien benötigt wird. Ja? Oder wenn der Kunde mit einem Gleitsichtglas am Arbeitsplatz zurechtkommt. Ja? Stellt euch vor, der Kunde hat ein Gleitsichtglas, er kommt damit super zurecht. Warum soll er jetzt ein Arbeitsplatzglas mit Addition kaufen? Macht keinen Sinn. Ja? Oder der Monitor unterhalb der Kopfhöhe steht und der auch in der Höhe variabel ist. Dann kann er sich das ja so einstellen, wie er damit entsprechend zurechtkommt. Und natürlich auch nicht sinnvoll, wenn die Kundin oder der Kunde nicht presbyop ist. Das habe ich leider in meinem Arbeitsalltag schon sehr häufig erlebt, dass man da Kunden hat, die sind 33 und tragen ein Arbeitsplatzglas mit einer Addition von 1,5. Das verstehe ich nicht, tut mir leid. Komme ich nicht drauf klar. Und die Argumentationskette, die dahinter steht, die würde ich da tatsächlich gerne mal in Erfahrung bringen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Frage, wann empfehle ich was? Und da starten wir einmal mit Beispiel 1. Frau Müller ist 45 Jahre alt und hat bisher keine Einstärken-Fernbrille getragen. Sie sitzt 8 Stunden am Computer und bemerkt, dass die Arbeit anstrengender geworden ist. Wieso ist die eine Korrektion bei rechts, links 1,2? Und wir haben folgende Stärken festgestellt: Rechtssphäre plus 0,75, Zylinder 0,25, Achse 88, Visokom-Korrektion rechts 1,5, Linkssphäre plus 1,25 mit Zylinder 0,5, Achse 68, Visokom-Korrektion 1,5 und eine Addition von plus 0,5 Dioptrien. Und hierbei nochmal als Hinweis: Die Fernstärke muss exakt bestimmt werden, sonst wird sie hier mehr Addition annehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel rechts und links eine halbe Dioptrie weniger plus Sphäre in der Ferne gebe, wird sie euch sagen, ich möchte Addition 1,0 haben.
weil ihr eine halbe Dioptrie bereits durch die zu schwache Fernstärke fehlt. Meine Empfehlung hier an dieser Stelle: Aufgrund des hohen Visus sine Korrektione kann man hier eine reine Nahkorrektur machen, mit der das Sehen bis zu 2 Meter möglich wäre. Wir haben jetzt hier eine Addition von plus 0,5. Das heißt, die reine Nahkorrektur hätte rechts plus 1,25 mit dem Zylinder, den wir entsprechend in der Ferne haben, und links Sphäre plus 1,75 mit dem Zylinder. Das heißt, wir würden sie ja im Grunde genommen mit dieser Lesebrille mit 0,5 Dioptrien für die Ferne nebeln und wir würden dann entsprechend auf 2 Meter maximale Ferndistanz schon kommen. Einfache Lösung. Empfehlung 2. Wir könnten hier ein Gleitsichtglas fertigen, da wir den Visus-Kumm-Korrektion der Ferne natürlich steigern können und sie natürlich auch dadurch besser und entspannter sehen kann. Ich habe jetzt hier unten nochmal den Nahpunkt oder den maximalen Fernpunkt durch die entsprechende Nahstärke einmal berechnet, wäre minus 2 Meter mit der entsprechenden Lesebrille. Frage wäre da halt nur, wird sie das wirklich als Verbesserung wahrnehmen, wenn wir ihr ein Gleitsichtglas empfehlen und verkaufen? Meiner Erfahrung nach ist das so, dass sie das eher nicht als Verbesserung empfinden und dass sie dann das Gleitsichtglas insgesamt als Lesebrille benutzen. Gut. Beispiel 2. Herr Müller ist 55 Jahre alt und hat bisher keine Einstärkenfernbrille getragen. Er sitzt 8 Stunden am Computer und bemerkt, dass die Arbeit anstrengender geworden ist und er möchte keine Multifokalbrille. Ich habe das ja mal MFB abgekürzt. Visus-Kumm-Korrektionen, pardon, Sine-Korrektionen natürlich rechts, links 0,7. Folgende Fernstärken wurden ermittelt. Rechts wäre plus 2,25 mit Zylinder 1,75, Achse 45, Kumm-Korrektion erreicht damit 1,2. Und links Sphäre plus 2,5 mit Zylinder 1,5, Achse 68, Kumm-Korrektion 1,2 mit diesen Stärken. 55 Jahre jung, ich habe eine Addition verordnet von plus 1,5. Und auch hier gilt, die Fernstärke muss exakt stimmen und wird er mit der Addition nicht zurechtkommen. Für mich ist immer wichtig, dass der Kunde das in seinem Habitus einfach mal ausprobieren kann mit einer Addition von plus 1,5. Das heißt, ich baue ihm dann die Nahstärken in die entsprechende Testbrille ein und er guckt einfach mal, wie es ist mit dem Lesen. Ich kann euch nur sagen, diese Verordnung hat rattenscharf funktioniert. Es gibt viele Kollegen, die bei einer 55 Jahre alten Person eine deutlich höhere Addition verordnen. Würde ich mal tatsächlich die Fernstärken prüfen. Meine Meinung dazu. Okay. Empfehlung 1 hier an dieser Stelle. Natürlich klar, ein Gleitsichtglas, da wir den Visus-Kumm-Korrektion der Ferne steigern können und er dadurch besser und entspannter sehen kann. Er hat jetzt aber gesagt, er möchte keine Gleitsichtbrille. Ja? Das heißt, wir kommen direkt zu Empfehlung 2. Und aufgrund des relativ hohen Astigmatismus in der Ferne- und Nahkorrektur machen wir die Fern- und Nahkorrektur getrennt. Das ist noch möglich, da keine Schärfelücke auftritt. Wenn der Kunde jetzt im Ausprobieren sagt, mit einer Addition von plus 1,5 ist mir der Monitor schon ein bisschen verwaschen. Da kommt es auch darauf an, wie weit steht der Monitor bei Herrn Müller überhaupt weg. Und dann könnte man eine modifizierte Addition für die Nahkorrektur anwenden mit Z ist gleich plus 1,25 Dioptrien. Dann hat er ein bisschen mehr Raum nach hinten. Dann ist es allerdings so, dass auch der maximale Nahpunkt mit der Lesebrille weiter weg wandert. Hier nochmal aufgeschrieben, mit einem Nahzusatz von 1,5 Dioptrien kommt der Kunde maximal auf 66,6 Zentimeter weit. Das heißt, wenn Ihr Monitor jetzt tatsächlich zwischen 70 und 80 Zentimeter steht, würde ich die Addition modifizieren auf plus 1,25 Dioptrien. Muss man mit den Kunden einfach mal sprechen, ihnen das ausprobieren lassen und dann kann das einfach direkt testen und weiß, okay, das und das möchte ich haben und ist halt auf der sicheren Seite. Beispiel 3. Herr Meier ist 59 Jahre alt und hat bisher keine Gleitsichtbrille getragen. Er sitzt 8 Stunden am Computer und bemerkt, dass die Arbeit anstrengender geworden ist und zusätzlich fährt er Auto. Okay.
Bisoszinekorrektion rechts, links 0,5. Das heißt, wir halten schon mal fest, er hat keine Gleitsichtbrille getragen. Wir setzen jetzt mal voraus, dass er auch keine Einstärkenbrille getragen hat. Und das bedeutet, mit einem Visus-Sine-Korrektion rechts, links 0,5 dürfte er in diesem Zusammenhang kein Auto fahren. Die Vorgabe dahingehend wäre rechts, links mindestens 0,7 bei Tageslicht. Gucken wir uns mal die gemessenen Stärken an. Rechts wäre plus 2 mit Zylinder 1, Achse 138 Grad mit Visus-Kumm-Korrektion 1,0. Und links Sphäre plus 3 mit Zylinder 0,75, Achse 50, Visus-Kumm-Korrektion 1,2. Addition habe ich hier auf plus 2,0 Dioptrien eingestellt. Auch hier wieder der Hinweis, Fernstärke muss exakt stimmen, sonst wird er natürlich mehr Addition annehmen. Empfehlung 1. Das ist ein klarer Fall, natürlich ein Gleitsichtglas, ne? Da wir den Visus-Kumm-Korrektion Ferne steigern können und er dadurch besser und entspannter sehen kann. Wenn wir uns jetzt mal den Visus-Sine-Korrektion rechts mit dem Visus-Kumm-Korrektion rechts anschauen, dann können wir festhalten, dass wir eben die Sehschärfe verdoppeln können. Und auf der linken Seite können wir natürlich auch entsprechend hier 70% mehr Schärfe anbieten, sodass er mit einem Gleitsichtglas in der Ferne auch wieder die nötige entsprechende Visusstufe erreicht, um überhaupt Auto fahren zu dürfen, versicherungstechnisch. Wenn er mit dem Gleitsichtglas an seinem Arbeitsplatz nicht zurechtkommt, dann könnte man folgendes Vorgehen machen. Wir haben jetzt eine relativ hohe Addition und man könnte jetzt hier, Standpunkt oder Variante 1, eine reine Nahkorrektur zusätzlich zur Gleitsichtbrille machen. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich lese ganz gerne öfters mal über einen längeren Zeitraum in einem Buch zum Beispiel oder auf dem Tablet etc. Oder als Ergänzung, man macht ein Arbeitsplatzglas mit Addition, wo man dann entsprechend die Addition plus 2,0 mit benutzen würde und mit dem Kunden sprechen möchte oder müsste, hey, auf welche Raumentfernung soll ich dich einstellen? Das kann man ihm auch mal als Testbrille entsprechend stecken, dass er es einfach mal testen kann, ob ihm das zum Beispiel mit 2 Metern reicht oder man macht es tatsächlich nur auf 4 Meter. Das sind alles Möglichkeiten, die man da hat, muss man mit dem Kunden einfach mal ausprobieren. Mit der Lesebrille käme er jetzt hier auf 0,5 Meter, die er in den Raum hinein scharf sehen kann, mit 2,0 Dioptrien Nahzusatz. Also, wir können festhalten, anhand der Beispiele, wenn der Visus-Sine-Korrektion unter 0,7 liegt, muss der Kunde in der Ferne korrigiert werden, wenn er Auto oder Fahrrad fährt. Wenn der Kunde sagt, ich fahre kein Auto oder Fahrrad, ich sitze nur am Computer, dann wäre hier das richtige Mittel der Wahl, bei einer so hohen Addition ein Arbeitsplatzglas mit Addition zu fertigen. Und wenn der Kunde, als dritten Punkt, wenn der Kunde sagt, mit dem Gleitsichtglas, mit den 2 Dioptrien Addition in Beispiel 3, komme ich am Arbeitsplatzglas zurecht oder ich möchte öfters mal eine längere Lesesession machen, würde ich ein Gleitsichtglas empfehlen und eine reine Lesekorrektur. Kann man jetzt da entsprechend mit dem Kunden einfach mal absprechen, was da für ihn am sinnvollsten ist. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Gleitsichtglas-Serie gefallen. Wie geht's weiter? Bei Fragen und Anfragen zu speziellen Themen schreibt mir bitte eine an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse. Liked, teilt, kommentiert meine Videos, schaut euch meine Playlists an und natürlich auch nochmal hier gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Anschauen dieses Videos und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Macht's gut. Ciao.